Wir würden jetzt gerne, wie auch schon angekündigt, konkreter werden und wir haben uns zwei Themen heute vorgenommen, zwei Innovationsfelder. Einmal das Thema Gesundheitswirtschaft in der digitalen Transformation und damit werden wir uns jetzt beschäftigen bis zum Mittagessen und wir haben das in beiden Themen so vorgesehen, dass wir doch mal den Impuls, in diesem Fall wird den Impuls Professor Uwe Kantner uns mitgeben für die Diskussionsrunde aus Perspektive der Expertenkommission Forschung und Innovation, die nochmal zum Thema Roadmapping im Gesundheitssystem ihre Empfehlungen des Gutachtens konkretisiert haben für die Veranstaltung heute. Das hören wir in etwa 10 Minuten. Und dann gehen wir in eine Diskussion mit sehr spannenden Perspektiven auf das Thema. Und damit will ich es auch schon belassen in der Vorrede und bitte Sie auf die Bühne, lieber Herr Kantner. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierungen aktuell und in den letzten Jahren haben durchaus ein Problem mit der Umsetzung komplexer gesellschaftlicher Transformationsvorhaben. Dieses Problem ist vor dem Hintergrund der Energiewende, wie wir es nachher noch besprechen, aber auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung in verschiedensten Bereichen sehr gravierend und das mag uns langfristig zum Nachteil gereichen. Was sind nun diese komplexen Transformationsvorhaben? Das sind eben Transformationsvorhaben, bei denen ein einfacher Tender einmal eine Maßnahme ausgeschrieben und dann wird die ausgeführt, nicht ausreicht, sondern sie brauchen viele Maßnahmen von vielen politischen Akteuren, von vielen Ministerien, die sequenziell parallel in der bestimmten inhaltlichen auch Konsistenz zueinander aufgesetzt werden müssen und dann die Transformation vorantreiben. Das dauert einige Jahre, das ist nicht in ein paar Monaten geschehen. Es sind viele Akteure davon betroffen, viele Akteure müssen eingebunden werden, die Rahmenbedingungen müssen entsprechend angepasst werden. Und ganz wichtig, das ist kein vollkommen durchdeklinierter Weg, ein Königsweg zum Ergebnis, sondern das ist mit vielen, vielen Unsicherheiten verbunden. Deswegen muss man auch zwischendurch immer wieder bereit sein, die Planungen zu ändern und auch in neue Richtungen aufzubrechen. Für diese Aufgabe benötigt eine Regierung eigentlich besondere Governance-Strukturen, die aufzusetzen sind. Und das ist bisher noch nicht gelungen. Man hat zwar auf verschiedensten Ebenen Strategien für bestimmte große Aufgaben aufgesetzt und die lesen sich auch alle sehr schön, da werden schöne Zukünfte beschrieben. Was diesen Strategiepapieren aber fehlt, ist, wie setzt man das Ganze um? Wie bekomme ich das Ganze eigentlich auf die Straße, sodass es funktionieren kann? Die Expertenkommission hat im letzten Gutachten 23 dazu einen Governance-Vorschlag gemacht, den ich jetzt nicht wiederhole, habe ich vorhin in der Diskussion kurz angesprochen, also etwas einen strukturellen Vorschlag gemacht, wie man das aufzusetzen hat. Heute und jetzt geht es eigentlich darum, eine andere Art von Input zu liefern, nämlich wie man das Ganze operativ umsetzt. Nicht mehr über Strukturen kann man reden, aber wie man es operativ umsetzt, dazu wollen wir mal einen Beitrag machen. Es geht darum, eine Roadmap vorzustellen, eine Roadmap als ein Instrument, das einen Weg vorskizziert in groben Bahnen, das Meilensteine möglicherweise angibt, das Reflexionszonen angibt, das auch kritische Umsetzungspunkte angibt. Ein Dokument letztendlich, ein Konzept, das natürlich lebend ist, das kann man dauernd verändern, man muss es wahrscheinlich auch verändern, wenn es in bestimmten Richtungen falsch läuft. Und das wollen wir eben hier einmal kurz darstellen. Wir haben uns einfach die Gesundheitswirtschaft als Beispiel herangezogen, weil es dort ein besonders dringendes Problem, glaube ich, gibt. Die EFI hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit Digitalisierungsfragen beschäftigt und stellen dort doch ein erhebliches Defizit fest. Deswegen ist das vielleicht auch kein falsches Beispiel, mal in diese Gesundheitswirtschaft einzutauchen und zu gucken, wie man die Transformation dort bewerkstelligen kann. Sie können die paar Worte, die ich jetzt verliere, auf zwei Art und Weise lesen. Sie können es wirklich direkt appliziert auf die Gesundheitswirtschaft interpretieren und nachher dann in dem Panel hier darüber auch diskutieren, was da richtig und falsch ist. Sie können es aber auch lesen als den Vorschlag einer Blaupause, wie man vorzugehen hat, wenn man andere große, komplexe Probleme lösen möchte. Die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft ist kein altes Thema. Schon 2017, 2020 wurden dazu Strategiepapiere aufgesetzt. In jüngster Zeit wird das Thema in drei Strategiepapieren der Bundesregierung angesprochen. Einmal in der Digitalstrategie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Dort findet man Passagen dazu. Dann in der Digitalstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit. Und man findet es auch in der
Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation. Das ist auch ungefähr gleichlautend, man verweist aufeinander, aber es ist auch nicht wirklich integriert, dass man sagt, es ist ein gemeinschaftlicher Ansatz, sondern drei verschiedene Akteure versuchen, auf den richtigen Weg zu kommen. Schauen wir uns an, was jetzt hier wichtig ist. Jetzt muss ich hier irgendwo mal drücken, uns auch vielleicht selber sehen. Ah ja, das fängt jetzt so oben an, alles klar. Sehen kann ich das da oben. Ja, wunderbar. Also, es gibt eine Mission, die ist in dem Papier, dem Strategiepapier des Gesundheitsministeriums aufgeschrieben. Gesundheit für alle verbessern, Potenziale von Gesundheitsdaten ausschöpfen. Das ist sehr breit. Wir haben das runtergebrochen, man muss ja mal spezifizieren. Nehmen wir einfach den Datenraum Gesundheit vorantreiben. Dazu brauchen Sie im Wesentlichen drei Elemente. Sie brauchen irgendwie eine Vernetzungsstruktur der Akteure in der Gesundheitswirtschaft, damit die dann diesen Datenraum nutzen können. In der Mitte brauchen Sie irgendwelche Module, um die Daten, die irgendwo sind, systematisch zu erfassen und in den Datenraum hineinzuspielen, in hoher Qualität. Und zum Dritten brauchen Sie, wenn die Daten da drin sind, dann brauchen Sie auch irgendwie eine Vorgehensweise, wie Sie die Daten richtig nutzen können. Ich sage jetzt mal gleich rechtssicher nutzen können, denn die Datenschutzgrundverordnung verbietet uns ja vieles, was wir mit Daten anfangen können. Und da braucht man, glaube ich, auch etwas. Das Ganze ist natürlich nicht einfach nur, der Datenraum soll da sein, weil er da sein soll. Es gibt natürlich ein Ziel, das man damit verfolgt. Und diese Ziele sind hier aufgelistet, die hier vorne dran stehen. Zentrierung auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, individuelle Diagnostik, innovative Therapien, Verbesserung der Forschungsgrundlage und, und. Man kann die Liste noch weiterführen. Also es gibt schon auch einen tieferen Sinn, warum man das Ganze macht. Der Datenraum an sich für sich ist an sich so dann auch nicht relevant. Also das muss man mit berücksichtigen. Das bitte im Hinterkopf bitte mitlaufen lassen. Denn jetzt wird es eigentlich eher datenraumspezifisch. Wie kann man das Ganze umsetzen? Sie müssen an drei Linien denken. Einmal, Sie müssen die Akteure mitnehmen und die Kompetenzen stärken. Digitalkompetenzen sind nicht breit ausgebildet. Wir wissen das, da ist Nachholbedarf zu tun. Sie müssen die verschiedensten Akteure von den Patientinnen über die Krankenkassen bis zu anderen Leistungserbringern mit aufnehmen. Sie müssen sie befähigen und sie müssen Akzeptanz schaffen, dass sie das ganze Spiel, diese Digitalisierung, diesen Datenraum aufbauen, auch mitmachen. Da mögen auch finanzielle Anreize durchaus eine Rolle spielen. Und sie müssen, wie schon gesagt, die digitalen Kompetenzen dann auch stärken. Zum Zweiten, die zweite Schiene, hochwertige Daten erfassen und bereitstellen. Das muss systematisch gemacht werden. Da gibt es viele Koordinationsprobleme, komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Das muss so quasi vorgedacht werden, national. Aber ich denke, wir können nicht nur deutschlandweit diskutieren, wir sollten es zumindest europaweit, also dann auch international diskutieren, wie man das aufsetzen kann. Zum Dritten, der Datenzugang sollte rechtssicher und einfach ermöglicht werden. Gesundheitsdatennutzungsgesetz, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Da haben wir natürlich Spannungsverhältnisse zwischen Datenschutz und Datennutzung. Das ist kein unkompliziertes Thema, das kann man leidenschaftlich diskutieren. Aber das muss, denke ich, auch geregelt werden, damit überhaupt dieser Datenraum dann nachher noch von Sinn ist. Das Ganze braucht eine Strategie und eine Governance, eine koordinierte Strategie. Das hat in dem Fall hat die Führung das Bundesministerium für Gesundheit. Aber Sie werden nachher sehen, da spielen viele, viele andere Akteure auch mit rein. Und die müssen quasi mit an Bord genommen werden. Die müssen dann koordiniert werden durch geschickte Formate, durch geschickte Absprachemodule. Und dann nicht unwichtig ist immer wieder dieses kontinuierliche Monitoring. Sie müssen dieses Verfahren die ganze Zeit monitoren. Sie müssen so gut es geht es evaluieren, um zu wissen, ob Sie an der entsprechenden Stelle auch auf dem richtigen Weg noch sind oder ob Sie quasi eine Wegumkehr machen müssen. Und das Ganze wird jetzt, ich glaube, das ist fast konsensfähig, was da steht, das Ganze wird jetzt in eine Roadmap übersetzt. Und die schaut jetzt so aus. Das ist ziemlich kleinteilig. Sie werden es vielleicht auch gar nicht richtig lesen können. Ist aber nicht so schlimm. Ich erkläre es Ihnen, wo es geht. Und in der Pause liegt dann die Roadmap auch nochmal auf. Und Sie können an den Tisch gehen und können es sich auch nochmal von Mitarbeitern genau erklären lassen. Natürlich haben wir Akteure auf der linken Seite, über die Leistungserbringer bis zu über die Bürgerinnen und Bürger, bis zu Forschungseinrichtungen und eben auch Unternehmen der Digital- und Gesundheitswirtschaft. Ich möchte betonen, eine Fokussierung so einer Strategie rein auf das Gesundheitswesen, auf die Gesundheitsversorgung, führt am Ziel vorbei. Sie müssen die Forschungseinrichtungen mitbenutzen und Sie müssen auch die Wirtschaft mit einbeziehen, damit das Ganze auch richtig und sinnvoll dann genutzt werden kann. Der Datenraum Gesundheit dann ganz rechts stehend ist dann das Ziel.
dann haben Sie einen Ausgangszustand. Das Ganze fängt jetzt nicht auf der grünen Wiese an, davon hat noch niemand was gehört. Es gibt natürlich eine Telematik Punkt 1, es gibt eine EPA, die über, über die gesetzlichen Krankenversicherungen mitvertreten wird. Es gibt ein E-Rezept, das gescheitert ist und so weiter. Es gibt einen Datenraum Forschung, es gibt einen Datenraum, den die Unternehmen, die betroffenen Unternehmen aufgebaut haben. Die Elemente, die schon stehen, Telematik, EPA und auch E-Rezept und wie sie stehen, sollten jetzt sehr schnell gemonitort und auch evaluiert werden, um zu gucken, was hat man falsch gemacht, warum funktioniert es nicht richtig, denn es gibt genug Kritikpunkte an allen diesen dreien, all diesen dreien Elementen. Und jetzt kommt der Punkt, wo Sie, das ist das Ziel, wo wir hinkommen wollen, das muss alles verbessert werden, ist, glaube ich, auch selbst erklärend. Es gibt auch in dem Papier des Gesundheitsministeriums hier und da auch mal Jahreszahlen oder was erreicht werden soll. Etwas sparsam ausgeführt, aber immerhin. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Sie müssen das ganze Ding vom Ende her sehen. Und vom Ende her sehen heißt von der Nutzung her sehen. Wenn Sie die Nutzung dieser Daten nicht jetzt schon gesetzlich regeln, Datenschutz, Datennutzung, wenn Sie das nicht rechtzeitig anfangen, werden die anderen Schritte einfach versanden, weil niemand weiß, warum er das eigentlich diese Schritte tun soll, wenn er die Daten nachher nicht richtig nutzen kann. Also deswegen ist ganz wichtig, über das Gesundheitsdatennutzungsgesetz jetzt schon nachzudenken. Das hat spezielle Regelungen für die Leistungserbringer, das hat die spezielle Feature, dass die Patientinnen und Patienten oder die Bürgerinnen und Bürger, je nachdem, wie sie die Gesundheitsakte auslegen, dass die eine Opt-out-Option haben müssen, dass die Daten automatisch der Forschung übergeben werden. Nur wenn man es nicht möchte, muss man explizit wieder aussteigen. Das muss da eingeführt werden und dann eben bestimmte Regelungen auch für die Forschungseinrichtungen und vor allem für die Unternehmen. Denn Forschung und Unternehmen sollten hier nicht gegeneinander ausgespielt werden im Sinne der Datennutzung. Und dann kommt eine ganze Batterie von Dingen, die man beachten muss, wenn man die Telematik weiterentwickelt, wenn man auch die E-Gas, die D-Gas und die E-Rezept-Version weiterentwickelt. Da kommt es darauf an, technische Standards zu entwickeln. Da kommt es darauf an, Anreize zu setzen, dass diese technischen Elemente auch eingeführt werden, dass man das tut. Das kann über finanzielle Anreize sein, das können aber auch Sanktionen sein. Da kann man unterschiedlich drüber nachdenken, kann das ausprobieren. Sie brauchen die Schulung und die Ausbildung in digitalen Kompetenzen, sonst wird das auch nicht funktionieren. Dann kommt das große Problem der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Datenbanken, die es dort gibt. Die verschiedenen Datenräume müssen miteinander verbunden werden, und zwar friktionslos. Interoperabilität ist dort das große Stichwort innerhalb der Datenräume Gesundheit. Und dann sollte man in letzter Konsequenz auch nicht vergessen, dass darüber nachzudenken ist, dass man an andere Schnittstellen auch noch mitbedient, an Registerdaten und Ähnliches im Inland, aber auch letztendlich im Ausland. Das Ganze ist dann auch zu verabreden mit den Forschungseinrichtungen und mit den Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Sie sehen jetzt hier so ein paar Blitzpfeile drauf. Das sind die kritischen Momente, das sind kritische Umsetzungspunkte. Also wenn Opt-out bei der Gesundheits-GPA oder bei den Forschungsdaten nicht funktioniert, haben Sie keine Daten, dann brauchen Sie das ganze Spiel auch nicht mehr machen. Wenn die Interoperabilität nicht stimmt, wenn das nicht zusammenfügt, dann brauchen Sie das ganze Spiel auch nicht spielen. Also das sind sehr, sehr kritische Punkte, die eine Rolle spielen. Und dann vielleicht der letzte Punkt noch zu dieser Abbildung. Sie sehen ja, dass über diesen ganzen Blocks immer so BMDV, BMBF und so weiter steht. Das sind die Ministerien und die Akteure, die bei der Abstimmung zu diesen einzelnen Modulen zusammenwirken müssen. Und es ist eben nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern eine ganze Vielzahl von Akteuren in einer relativ komplexen Natur, die man da miteinander einzubinden hat. Um das soweit mal so stehen zu lassen und Ihnen zur Diskussion zu überlassen, vielleicht 5 Punkte zum Schluss. Erstens, aus unserer Sicht sind Strategien für komplexe, transformative Politikvorhaben nicht ohne Roadmap erarbeitbar. Sie müssen eine Roadmap immer gleich dazu schreiben. Zum Zweiten, Sie brauchen eine Abstimmung der Roadmap und der kritischen Punkte, der Blitzpfeile hier ressortübergreifend. Sie müssen die institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen rechtzeitig anpassen, nicht erst dann, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Sie müssen die Strategien untereinander abbinden und vielleicht das Allerwichtigste, Sie müssen alle Akteure mit einbinden, damit sie in dem Spiel mitmachen, weil nur dann wird es ein Erfolg werden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Uwe Kantner, auch für dieses, ehrlich gesagt, sehr anschauliche Bild. Ich glaube, das hat die Komplexität nicht nur des Themas, sondern auch die Frage, wie gelingt es eigentlich, schnell und zielgerichtet
das vorgegebene Ziel zu erreichen, finde ich, super auf den Punkt gebracht. Ganz herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, viel Food for Thought, den wir jetzt mit auf das Podium nehmen. Und Sie haben eine gute Arbeitsteilung gefunden in der EFI-Kommission. Und deswegen freue ich mich als erste Panelistin, Professor Dr. Irene Bartschek, begrüßen. Und ich nenne erstmal alle und dann sammeln wir uns gemeinsam auf dem Podium. Also teilnehmen werden Irene Bartschek, Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Ökonomie am ZDW Mannheim und stellvertretende Vorsitzende der EFI-Kommission, Professor Dr. Elga Fleisch, Lehrstuhl für Informationsmanagement an der ETH Zürich, Professor Dr. Heo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Charité, Universitätsmedizin und auch Mitglied der Leopoldina, Dr. Bernd Montag, Vorsitzender des Vorstands Siemens Healthineers AG, herzlich willkommen, Judith Pirscher, Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und jetzt haben wir einen Überraschungsgast, Franziska Brandner ist auch leider verhindert. Wir freuen uns aber sehr, dass Anna Christmann bei uns ist vom BMWK als Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, aber, und das finde ich noch relevanter, Beauftragte für digitale Wirtschaft und Startups. Herzlich willkommen, moderiert wird die Runde von Michael Kaschke. Und jetzt bitte ich Sie alle aufs Podium und wir freuen uns auf den Austausch. Ja. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie gekommen sind zu diesem Panel und ich will auch gleich einsteigen. Herr Kanten hat ja gesagt, ein überaus komplexes Thema, was man nicht nur beim BMG lassen sollte oder nicht nur beim BMG verankert werden darf, allein verankert werden kann. Deswegen auch gleich die erste Frage, werden Sie wahrscheinlich im Raum haben, warum ist das BMG auf dem Panel nicht vertreten? Wir hatten mehrere Einladungen geschickt, Herr Lauterbach war verhindert, das ist verständlich, aber leider war niemand anders da bereit, hier zu sprechen, was auch ein bisschen für mich bedenklich ist. Deswegen lassen Sie mich, ich hätte gerne dem BMG die Gelegenheit gegeben, die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft darzustellen. Und deswegen übernehme ich jetzt kurz die Einleitung und habe einfach die Webseite des BMG und auch die des BMWK genommen. 17,2% des deutschen Arbeitsmarkts hängt an der Gesundheitswirtschaft. 17,2%. 12,1% der Bruttowertschöpfung in Deutschland an der Gesundheitswirtschaft. 9,4%, übrigens da Herr Heil hat ja viele Industrien genannt, die wichtig sind für die Zukunft, er hat die Gesundheitswirtschaft nicht erwähnt. 9,4% des Anteils an den gesamten Exporten Deutschlands kommen aus der Gesundheitswirtschaft. Also ich glaube, man braucht nicht viel mehr Daten, die ich ja auf den Seiten der Ministerien gefunden habe, um zu betonen, wie wichtig das Thema Gesundheitswirtschaft ist. Vielleicht noch zur Begriffsbildung. Wir betrachten Gesundheitswirtschaft sowohl den Teil, der sich um die Versorgung von der Bürgerinnen und Bürger kümmert, der diese Dienstleistung, diesen Aspekt beinhaltet, aber genauso die, was man gemeinhin als Gesundheitsindustrie bezeichnet, Medizintechnik, Pharmazie, aber auch medizinische Dienstleistungen im privaten Bereich. Das ist unter dem Gesamtbegriff Gesundheitswirtschaft. Ich glaube, deutlich geworden, ein wichtiger Faktor für Deutschland und auch, glaube ich, auch das kann man sagen, sonst hätte man nicht diesen Exportanteil heute, eine führende Position Deutschlands in der Gesundheitswirtschaft. Aber, und jetzt kommt das Aber und damit die Einleitung in die Diskussion, bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist Deutschland, das habe ich zitiert hier aus einem anderen Artikel, ein hoffnungsvolles Entwicklungsland im Entwicklungsstadium. In puncto Digitalisierung, Bertelsmann-Studie, sowohl 2018 als 2020 auf dem vorletzten Platz in der Europäischen Union. Nach 20 Jahren, wir haben es gerade von Herrn Kantner erwähnt, bewegen wir uns auf die elektronische Patientenakte zu. Noch haben wir sie ja nicht, aber es gibt jetzt ja klare gesetzliche Vorhaben. Und ich glaube, das ist more than necessary, wie der Amerikaner sagt, mehr als opportun heute über Blockaden, aber auch eben wirklich die Chancen habe ich ja schon aufgemacht, zu reden. So viel zur Einleitung. Frau Pirscher, würde gerne mit Ihnen beginnen. Gesundheit für alle fand ich sehr toll, dass das als eine der Zukunftsmissionen auftaucht, auch in der Begriffsbildung. Mich dann auch wirklich eingelesen. Ich fand es, vielleicht liegt das an der Handschrift des BMBF, aber doch sehr stark als ein soziales Thema beschrieben, was sehr wichtig ist. Aber der innovative Teil, wie sehen Sie in dieser Zukunftsmission Gesundheit für alle
den Innovationsteil, den Forschungsteil, der uns weiter nach vorn bringt und weiter vorn halten lässt. Ja, herzlichen Dank. Also wir haben die Zukunftsstrategie Zukunft und Innovation aufgesetzt. Das ist eine Zukunftsstrategie der gesamten Bundesregierung. Sie haben wir sehr, sehr eng abgestimmt mit allen Häusern. Also das ist eine Sache, die wir jetzt kleinarbeiten, dass vielleicht was Roadmap genannt wird, das ist unsere Zukunftsstrategie. Diese Zukunftsstrategie ist erstmalig in Missionen aufgeteilt und diese Missionen werden ressortübergreifend angegangen. Wir haben eine Governance-Struktur, die wurde ja auch gerade eingefordert, dass wir eine Governance-Struktur brauchen. Die Zukunftsstrategie hat eine Governance-Struktur, mit der wir diese Missionen, und eine davon ist Gesundheit, mit der wir da dann sozusagen in diesen Aufgleisungsprozess der Zielbestimmung und der Abarbeitung dann in der Zeitschiene agieren werden. In diesem Verfahren haben wir ein Hashtag Zukunftsforum, in dem sehr viel Know-how steckt. Wir haben aber gleichzeitig auch Gremien, in denen wir sozusagen Themenpaten haben und wo wir Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft diese Dinge bearbeiten. Das erstmal vorweg. Und eine Gesundheit für alle, das ist halt die Überschrift. Und jetzt mal forschungsseitig, es wird betrieben eben von allen Ressorts gemeinschaftlich, aber forschungsseitig ist uns ganz wichtig, dass wir es schaffen, dass wir die Zukunftsfähigkeit und die Innovationskraft, und die messe ich daran auch, wie der Transfer funktioniert, dass wir das hinbekommen. Wir sind nach vorne gegangen als Forschungsministerien mit Digitalisierungsinitiativen. Ich erinnere da an die MMI-Strategie, genauso wie an unser NUM, was wir zusammen gemacht haben. Das heißt, also das Netzwerk Universitätsmedizin, und das andere ist eben der Bereich, den wir regeln können, und sind da, denke ich, mit unseren Initiativen und der Vernetzung relativ weit gekommen. Wir haben da auch die Ansätze gewählt, dass wir da international die richtige Sprache sprechen und den Austausch legen. Und jetzt ist es an vielen Stellschrauben in unserer Gesellschaft, und da müssen wir auch gleich über Gesellschaftsbilder reden. Wir reden ja darüber, wie wir bereit sind als Gesellschaft mit Daten umzugehen, mit Digitalisierung umzugehen. Da kommen wir drauf, wenn Sie das noch aufspannen, also das Datenthema wird uns beschäftigen. Aber Sie sagen, nehme ich erst mal mit für die erste Runde, Sie sagen, wir haben eine aufgesetzte Governance-Struktur und im BMBF ist der Fokus auf die Innovationsfähigkeit im Gesundheitssektor voll vorhanden. Ja. Vielen Dank. Dann kommen wir zum BMWK. Sie haben ja, Luft- und Raumfahrt, habe ich genannt, finde ich total spannend, aber das ist heute nicht das Thema. Wenn man das BMWK hört und liest, dann ist natürlich verständlich viel Energie, auch jetzt das Thema Neuansiedlung der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie, viele Themen. Gesundheit, Wirtschaft kommt, obwohl so eine große wirtschaftliche Bedeutung kommt, für mich wahrgenommen, ich hatte einige Gespräche auch hier im Forum, die sagten, es ist toll, dass das mal hier hochkommt. Das findet momentan nicht so richtig das Licht der Öffentlichkeit. Teilen Sie das? Nein, überhaupt nicht. Ich nehme natürlich auch mit Bedauern zur Kenntnis, dass das BMWK gar nicht auf der tollen Roadmap aufgetaucht ist, also als ob wir keine Rolle hätten, aber das würde ich ganz anders sehen, also, sondern natürlich haben wir ein ganz großes Interesse, diesen Bereich, und Sie haben die Zahlen ja genannt, als einen der wesentlichen Innovationstreiber auch im Wirtschaftssystem weiter nach vorne zu bringen. Deswegen haben wir auch schon einen Dialog Gesundheitswirtschaft im BMWK durchgeführt Anfang diesen Jahres. Das kann sicherlich dann quasi nicht abschließen. Sind alle Aktivitäten gewesen sein, sondern da war es ja genau unser Anliegen, alle Akteure mal zusammenzuhören, zu schauen, wo ist die Rolle jetzt aus Sicht einerseits des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums, aber natürlich auch im Zusammenspiel dann der gesamten Bundesregierung, wie bekommen wir in dem Bereich den Fortschritt, den wir dringend brauchen. Und ich meine, das ist natürlich alles nichts Neues, das werden wir sicherlich in der Runde gleich auch noch hören, dass wir nicht gut sind bei der Datenverfügbarkeit, bei der Datennutzung, wir werden gleich noch drauf kommen, das ist, denke ich, klar. Deswegen werden wir uns sehr aktiv auch einbringen in das ganze Thema Datennutzungsgesetz im Gesundheitsbereich, haben aber auch schon eigene Dinge selber in der Startup-Strategie zum Beispiel auch verankert, weil als Startup-Beauftragte kann ich das auch nochmal sagen, dass natürlich klar ist, dass das ein Feld ist, wo ganz viele KI-Anwendungen, Digitalisierungsanwendungen gerade entstehen, und es wäre ja wirklich verheerend, wenn diese Lösungen alle an anderen Teilen der Welt entstehen und nicht bei uns, und dafür haben wir aber noch eine ganze Menge Arbeit zu tun. Vielen Dank. Auf das Thema würde ich gerne nochmal zurückkommen, wenn wir Herrn Montag hören, aber vielleicht zunächst zu Herrn Krömer. Sie stehen ja an der Spitze eines der renommiertesten, größten Gesundheitsunternehmens, wenn ich mal so sagen darf, von mir aus auch Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsdienstleister, aber auch eines Gesundheitsforschungszentrums, nämlich der Charité.
ich würde mal sagen, also mitten im Auge des Hurrikans Gesundheitswirtschaft. Wie beurteilen Sie die Zukunftsmission der Bundesregierung Gesundheit für alle? Ist die für Sie mitten als Akteur mittendrin hinreichend konkret? Wenn ich darf, würde ich mal mit ganz wenigen Worten versuchen, die Situation zu skizzieren, auch basierend auf das, was hier heute Morgen diskutiert worden ist. Wenn Sie sich die Geburtenzahlen in Deutschland angucken, und nur die Geburtenzahlen, werden wir innerhalb der nächsten 10 Jahre etwa ein Drittel unserer derzeit arbeitenden Bevölkerung in den Ruhestand verlieren. Das heißt, wir haben im Moment ein ganz gut funktionierendes Gesundheitssystem. Ich denke, wir haben uns in der Covid-Krise ganz gut geschlagen. Und man könnte fragen, es hat doch immer funktioniert, auch ohne Digitalisierung. Wir sind die Letzten oder Vorletzten in Europa, haben trotzdem ein ganz gutes System. Es liegt mir wirklich daran zu sagen, dass wir das jetzt entweder hinkriegen werden, das Ganze zu digitalisieren, oder im Lichte der Demografie keinerlei Chance haben, das System auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Mit diesem Verlust an Arbeitskräften, der jetzt hundertprozentig kommt und der auch nicht durch Einwanderung ausgleichbar ist, werden Sie in eine Situation kommen, dass es 2 Auswege aus der Sache gibt. Einen besprechen wir heute nicht. Man kann versuchen, Menschen länger gesund zu halten durch Prävention. Die andere Geschichte ist ganz klar das Thema von heute. Zentral für die Gesundheitswirtschaft, nämlich alles das, was im Krankenhaus wie unserem nicht unbedingt von Menschen an Menschen gemacht werden muss, durch digitale Systeme zu ersetzen. Und da sind wir bisher, vorsichtig gesagt, nicht sehr weit. Wir haben sehr interessante Initiativen im Bereich der Forschung, die auch wirklich gut funktioniert haben. Ein übergeordnetes System für das Gesundheitssystem haben wir nicht. Und Sie haben ja darauf abgehoben, dass wir nicht nur die Versorgungsseite angucken sollten, sondern die gesamte Wirtschaft. Es ist selbstverständlich so, dass dieser Datenschatz, den wir eigentlich haben, so wie Sie das gesagt haben, für Startups, für Großunternehmen, absolut von Interesse ist und wäre und letztendlich eine zentrale Voraussetzung für eine funktionierende Gesundheitswirtschaft der Zukunft sein sollte. Letzte Bemerkung, Herr Kaschke, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das in dieser Legislatur wieder nicht hinkriegen, werden das andere Leute machen. Wenn Sie sich große amerikanische, chinesische Firmen angucken, werden die am Ende unser Gesundheitssystem übernehmen und dann kriegen Sie sowas, was wir schon bei Tesla gesehen haben. Sie kriegen dann eine Teslarisierung des Gesundheitssystems und die können wir eigentlich nicht wollen. Da wollte ich gleich nachfragen. Sie hatten das, ich hatte es in einem Interview von Ihnen gelesen, Teslaisierung, vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Aber bevor, ich habe nochmal nachgeschaut, auf der Seite vom BMG steht genau das, was Sie gesagt haben. Die demografische Entwicklung führt zu einer zusätzlichen Nachfrage an professionellen Dienstleistern im Bereich Gesundheit. Und dann steht auch, die demografische Entwicklung wirkt aber nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern stellt auch ein Risiko der Gesundheitswirtschaft in Form des drohenden Fachkräftemangels. Da endet das Zitat BMG. Dann findet man aber keine Ansätze zur Lösung. Wo sind denn die Lösungen? Es gibt schon Lösungsansätze, wenn Sie sich das Gesundheitsdatennutzungsgesetz angucken, wenn Sie sich ansehen, das ist ja für Deutschland eine Revolution gewesen, dass im Koalitionsvertrag eine Opt-out-Regelung stand, was auf Deutsch heißt, jeder von uns kriegt eine Akte, das wollte ich gerade sagen, jeder von uns kriegt eine Akte, es sei denn, er widerspricht. Diese Sache wird aktuell wieder in Frage gestellt, aus Datenschutzgründen, das heißt, es ist mitnichten sicher, dass wir das bekommen, obwohl es eigentlich 11:55 ist. Und bei der Teslaisierung ist doch ganz klar, denken Sie mal 5-6 Jahre zurück, da waren wir alle der festen Überzeugung, dass wir die beste Autoindustrie der Welt haben. Und dann kam diese kleine Elektrofirma aus Amerika, baut auch noch ein Werk direkt vor den Toren Berlins und macht uns vor, wie das eigentlich am Ende des Tages funktioniert. Und genau das Gleiche kann uns im Gesundheitssystem in ähnlicher Weise passieren. Am Montag muss Siemens Healthineers eine Teslaisierung fürchten, weil wir die Systemumgebung nicht haben? Wir sind doch das Tesla. Das hatte ich gehofft, dass Sie das sagen. Ja. Gut, ich will daher ein bisschen auf eine globale Perspektive umschwenken, bitte, dann aber auch wieder zurückzukehren. Aber ich glaube, wenn man auf uns schaut und unsere Rolle für das Gesundheitswesen oder die Gesundheitswirtschaft, dann glaube ich, gibt es erstmal mich mit Optimismus anfangen. Ja? Wir sind ein Unternehmen, das jetzt, und das ist jetzt keine Werbung, sondern Fakten, ja, die. Wir sind mittlerweile die Nummer 10 im DAX. Das ist gut, weil es heißt, dass diese Wirtschaft, dieser Teil der Industrie enorm wichtig ist. Und ich glaube, dass wir damit auch ein bisschen eine Verantwortung haben, sozusagen ein bisschen der Fahnenträger dieses Wirtschaftszweigs zu sein, der sonst eben auch eher ein bisschen mittelständischer organisiert ist. Ja, und ich glaube, diese Stimme wollen wir auch wahrnehmen, nicht unbedingt eigennützig. Ja. Das andere Positive ist, wir sind Weltmarktführer, wir sind Marktführer in den Bereichen, die wir abdecken. Medizinische Bildgebung, was vielleicht das Digitalste ist, was es in der Medizin gibt, ja, in der Strahlentherapie,
in den minimalinvasiven Verfahren. Wir sind Marktführer in USA, in Deutschland, in Europa, in China und in Indien. Ja, das schafft auch nicht jeder. Also es ist jetzt ein Punkt, wo man sagen kann, offensichtlich kann man auch was richtig machen. Ja. Nachdenklich vielleicht ist folgend, macht uns natürlich auch ein paar Punkte. Ja. Also erstmal möchte ich von der Perspektive sagen, der deutsche Markt ist für uns 8% des Geschäftes. Ja. Wir müssen natürlich global denken, ja. Ist auch gut so. Was vielleicht was Positives ist, wir haben den führenden Krebstherapiespezialisten im Silicon Valley gekauft und nicht umgekehrt. Die uns. Ja? Das heißt, die Tesla-Isierung ist sozusagen, also das war jetzt nicht nur flapsig, was ich am Anfang gesagt habe. Nachdenklich macht vielleicht Folgendes. Letzte Woche war ich in Indien, Grundsteinlegung für einen weiteren Ausbau, für ein Softwareentwicklungszentrum, Technologiezentrum für 5000 Mitarbeiter. Das haben wir in Indien gemacht, einfach weil dort die Leute sind. Ja. Und weil wir nicht darauf warten können, dass sie hierher kommen. Ja? Also das zu der Diskussion auch von Herrn Heil. Und die andere Thematik ist unser Zentrum für Forschung für künstliche Intelligenz in der Medizin ist in Princeton in den USA. Ja? Und das sind Themen, die sie so ein bisschen nachdenklich machen. Warum ist das so und warum ist das so besser? Ja? Das Positive ist aber, wir orchestrieren das sozusagen aus der Weltstadt Erlangen heraus. Ja? Hatte ich ja heute früh schon Frau Bendi gesagt, wenn man mit Siemens oder das SAP spricht, dann ist diese Orchestrierung als Weltunternehmen möglich und auch die Abwehr der Teslaisierung. Aber Sie erwähnten ja gerade die Medizintechnik und vor allem auch die Gesundheitswirtschaft ist ja selbst in sich eher mittelständisch geprägt. Und hier ist ja durchaus eine Gefahr, die Herr Krömer anspricht, dass wir sagen, wenn wir nicht die Infrastruktur und dann nicht die Daten Gesetze, sage ich mal, wir kommen gleich auf das Datenthema, dann ist eben eine Gefahr da, dass wir eben nicht diesen Nährboden haben, dass diese traditionell starke mittelständische Industrie auch weiterleben kann und weiter vorn bleiben kann. Wir kommen auf das Thema Daten zurück. Ich würde noch gerne die letzten zwei Gäste auch einführen. Herr Fleisch, Sie forschen ja an der ETH unter anderem über digitale Geschäftsmodelle für das Thema Gesundheit in vielen Industriebereichen, aber auch besonders in Gesundheit, in der Medizin. Und Sie haben ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, wie ich finde, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung, die digitale Pille. Wie beurteilen Sie die Situation, auch vielleicht auch aus der Schweiz oder aus Ihrer internationalen Sicht aus, braucht Deutschland eine digitale Pille? Und welche Länder haben die digitale Pille schon genommen? Also es ging dabei, bei dieser Arbeit vor allem darum zu sehen, anzuschauen, wie die Digitalisierung des Gesundheitswesens vom Bottom-up, also nicht von der Politik runter verändert. Wir haben dazu irgendwie auf der ganzen Welt ein paar hundert Unternehmen, aber auch öffentliche Organisationen studiert und geschaut, was verändert sich dadurch sehr stark. Und es war sehr interessant, dass insbesondere dieser Self-Service-Bereich in den Mittelpunkt getreten ist. Also die Leute wollen selber was machen. Wir haben gesehen, dass sich die Qualität der Softwareunternehmen und auch der Software, derer sich die Leute bedienen, dass die extrem hoch ist. Also eine Appleisierung der Gesundheit, ich stimme Ihnen völlig überein. Also wenn das nicht selber gemacht wird, kommen natürlich die Ping-Ans aus China, kommen die großen Amerikaner Amazon oder so oder die Apples locker bei uns zum Zug, um die Schnittstellen abzudecken, nicht die Medizin selber. Also man sieht, da kommt ein Evolutionsdruck auf uns zu. Da können wir gar nicht diskutieren, kommt er oder kommt er nicht, er kommt sowieso. Die Frage ist nur, gestalten wir mit, so wie Sie das machen, oder kaufen wir wieder von außen? Deutschland oder Europa war immer ganz gut in den Erfindungen am Anfang, aber nicht immer gut in der industriellen Umsetzung. Und dort sehe ich schon eine sehr große Gefahr, insbesondere in Deutschland. Allen deutschsprachigen Ländern, insbesondere bei Deutschland. Österreich ist hier interessanterweise pragmatischer unterwegs, die Schweiz auch. Wichtiger Gedanke, ich komme gleich jetzt zu Frau Bertschek, zur EFI, der wichtige Gedanke, den Sie angebracht haben, Sie sagen, der Weg nach vorn muss auch mehr Bottom-up-Elemente, wenn ich es richtig verstanden habe, sowohl digital Industrie, aber auch Patientenperspektive beinhalten und nicht nur regulativ von oben. Ist das zu vereinfachen gesagt? Also genau, es braucht beides. Dinge, aber wenn Sie anschauen, wie das Internet
andere Industrien verändert hat, etwa den Handel oder das Banking oder die Reisebranche, dann waren das immer plötzlich Self-Services. Es gab immer eine Auslagerung von Dienstleistungen an den Endkunden, der das übrigens mit Freude macht. Und wenn Sie heute anschauen, die ganzen Services, die hier angeboten werden, international, die zwingen auf uns heranzuschauen, dann sind das eben genauso Self-Service-Dinge. Das heißt, dem Patienten, und weil es sehr viel um Prävention geht, dem Bürger, also eine schwierige Schnittstelle zwischen Patienten und Bürger, den im Zentrum zu sehen. Und nicht mit etwas beglücken, sondern was für Services muss man denn machen, sodass die den gerne verwenden. Also es braucht beide Perspektiven und ich denke, die Top-Down ist hier sehr überbelichtet, die Bottom-Up eher unterbelichtet. Vielleicht eine gute Überleitung, Frau Bertschek. Die EFI hat sich ja sehr stark auf das Thema Governance und Steuerung, was in den Worten von Herrn Fleisch eben der, sozusagen die Eingriff von oben bedeutet, fokussiert auch sehr stark auf das Thema EPA als ein möglicher Katalysator. Vielleicht können Sie, so ein bisschen im Widerspruch auch zu Herrn Fleisch, vielleicht können Sie auch sagen, warum hat sich die EFI so sehr stark auf dieses steuernde Element, ich kann ja noch eins draufsetzen, also für mich ist so ein Ausdruck dieser Steuerungsfunktion, man hat jetzt, würde ich Sie dann gerne fragen, man hat jetzt die Gematik zu 100% verstaatlicht, ist ja genau das Gegenteil von dem, was Sie bisschen sagen. Vielleicht können Sie erstmal begründen, warum die EFI als Kommission zu diesem Ansatz gekommen ist. Ja. Also ich würde sagen, dass sich das gar nicht unbedingt ausschließt. Wir sagen, dass eine gute Koordination notwendig ist und das BMG wäre natürlich ein Kandidat, hier die Fäden in den Händen zu halten oder eine Agentur wie die Gematik. Ja, aber wir weisen auch darauf hin, eine agile Governance hat immer auch ein partizipatives Element. Das heißt, es ist ganz extrem wichtig, dass man die Akteure mitnimmt und das ist in der Vergangenheit vielleicht nicht so erfolgt, wie es hätte sein sollen. Also wenn man überlegt, wie in Krankenhäusern Digitalisierung eingeführt wird oder in Arztpraxen, dass die Akteure sich dort oft nicht mitgenommen fühlen, ne? Also die nicht unbedingt sehen, wie muss ich meine Arbeitsorganisation ändern oder wie kann das digitale System so eingerichtet werden, dass meine Arbeitsprozesse effizienter werden, aber nicht behindert werden dadurch, dass da digitale Elemente reinkommen. Ne? Also insofern ist das partizipative Element und damit auch die Basis oder das Bottom-up ganz wichtig. Ja? Was brauchen die Bürgerinnen und Bürger, und da sage ich jetzt auch bewusst Bürgerinnen und Bürger, nicht Patient, Patientin, ne? Was brauchen die Bürgerinnen an Informationen, an Diensten, und diese Dienste können in einer EPA oder EGA, elektronischen Gesundheitsakte, ne? Können dort angeboten werden über die EGA, so wird es ja auch in Österreich gemacht. Ne? Das ist ja auch eher eine Gesundheitsakte, die auch verschiedene persönliche Dienste anbietet. Also nicht nur die klassischen Arztbefunde, die dort abgespeichert werden, sondern auch Dienste für Fitness oder für Prävention. Also Sie sagen, Sie hatten ja, Herr Kantner hatte auf der Leiste die verschiedenen Akteure, die erlauben auch ein Bottom-up-Element in die Vorwärtsentwicklung, in die Roadmap einzubringen, Ihre Aussage. Stichwort war agile Governance, Sie hatten das vorhin auch das Stichwort. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, hat ja gesagt, wird gern zurückkommen zu Ihnen. Wo finde ich denn jetzt von außen betrachtet, entweder als Player aus der Medizintechnik oder als Leiter eines Universitätsklinikums, wo finde ich die agilen Elemente, wo diese Weiterentwicklung der Roadmap stattfinden kann? Wo sind die Räume, wo sind die Diskussionsordner für diese Agilität der Governance? Ja, ich denke, wir reden da über sehr unterschiedliche Ansätze. Das heißt also, wir reden ja nicht nur von Bottom-up oder andersherum, diesem Prozess, sondern wir reden über ganz unterschiedliche Themenfelder. Das eine Mal begeistere ich den Bürger, sozusagen sich zu öffnen, andere Services bei der Patientenakte oder wo auch immer, also das kann ja auch Krankenkasse ansonsten anbieten, sich der Sache zu öffnen. Ich hatte mich ja vorhin eher der Sache genähert, das war ja Ihre Ausgangsfrage auch, wie gehen wir eigentlich mit Forschungsdaten um, mit Vernetzung in der Forschung. Und das ist ja auch das, wo Sie nochmal sagten, wer hat die Fäden in der Hand. Also ich glaube, man muss beides tun. Aber wenn wir uns dem Daten nähern, der Vernetzungsstruktur und dahin kommen, dass wir anders mit Akteuren auch umgehen, das auch in der Forschung, dann ist ein gutes Beispiel die MMI-Strategie von uns, weil wir da natürlich eine Vernetzung haben aller Universitätskliniken. Wir haben eine Vernetzung mit Forschungseinrichtungen, mit Unternehmen, mit Krankenkassen und wir haben aber auch die Patienten.
Rolle da drin. Und das ist einzigartig, wie wir im Augenblick in den Initiativen mit auch Patientenvertretern umgehen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und die Bundesregierung insgesamt geht mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie mit wissenschaftlichen, also in wissenschaftlichen Fragestellungen, aber auch in Fragestellungen BMWK und BMG in der Weise viel stärker um, dass wir die Stakeholder anders beteiligen. Und ich glaube, dadurch kriegen wir eine ganz andere Öffnung der Zivilgesellschaft. Und ich denke, das sind so die Momente, wo wir sagen, dass wir da auch über diese Prozesse eine gewisse Agilität reinbekommen. Sonst müssten wir uns darüber unterhalten, weil Agilität ist ungefähr so wie Plattform, ja, ein Begriff, den jeder durchaus unterschiedlich anwendet. Naja, und ich komme dann eher, wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich, das ist ja alles auf einem guten Weg. Aber sag mal, meine Erfahrung, die ich auch an vielen anderen Stellen mache, ist eher doch, dass es hapert halt. Also, ja, da würde ich dann ganz gerne nochmal zu sagen, wir haben ja ganz starke Punkte, die haben wir im Augenblick ja nicht angesprochen, wo es hapert. Das hapert insbesondere dann, wie gehen wir mit Daten um? Ja, ja? Dann lassen wir uns doch mal darüber gehen. Herr Krömer, Datennutzungsgesetz, was in der Vorbereitung ist, wie stehen Sie dazu? Sind wir da auch genügend schnell, vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern unterwegs? Und ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, wir diskutieren ja sehr viel, hier habe ich das Zitat, eigentlich ist es unethisch, wenn man die Daten nicht nutzt. Das ist ungefähr, man lässt Medizin im Schrank stehen, die man eigentlich verschreiben könnte. Finde ich einen sehr starken Ausspruch. Wie sehen Sie das? Sind wir da wirklich schnell unterwegs, agil unterwegs? Also ehrlich gesagt hatte ich im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitssystems noch nie den Eindruck einer besonderen Geschwindigkeit in Deutschland. Die Ethikfrage, damit hat sich der Ethikrat sehr intensiv auseinandergesetzt, hat dazu auch sehr dezidiert Stellung genommen, in dem Sinne, wie Sie das gerade genannt haben. Die Strukturen, die wir haben, das Wort Gematik fiel, also wenn ich das ganz vorsichtig sage, würde für mich Gematik kein Synonym für Geschwindigkeit und Fortschritt darstellen. Wenn man sich das andersrum ansieht, Herr Katschke, ist es doch so, wenn Sie in einem seit Jahren laufenden Wettbewerb relativ weit hinten sind, dann guckt man sich doch üblicherweise die Leute an oder die Länder an, die vor einem sind, weil die irgendwas anders gemacht haben, was dazu geführt hat, dass das Ergebnis in irgendeiner Form besser ist. Und wenn wir jetzt mal ein politisch unverdächtiges Land nehmen wie Dänemark und uns das als Vorbild nehmen würden, die Datenakquisemöglichkeit, die Datennutzungsmöglichkeit und auch die Interaktion mit der Bevölkerung in Dänemark, muss man einfach sagen, dass sie das vorbildlich gelöst haben. Ja. Und dass es wünschenswert wäre, wenn wir in der Bundesrepublik uns auch solche Ziele setzen würden, nicht unbedingt immer die Dinge versuchen, selbst neu zu erfinden, sondern Sachen zu übernehmen, die anderswo einfach exzellent laufen. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Was es dafür notwendigerweise braucht, ist einen sehr, sehr starken politischen Willen, ein solches System zu etablieren. Da gibt es andere Länder, wo das politisch getriggert in kurzer Zeit gegangen ist. Ich nenne nur die USA, können wir gerne darüber reden, wie die das gemacht haben und ob das hier übertragbar ist. Aber das Erste, was man braucht, ist einen wirklich intensiven politischen Willen. Und wenn Sie im Moment sehen, wie auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, wie die ganzen Fragen wie Opt-out-Regelungen, die ich wirklich für essentiell halte, jetzt wieder in so eine Diskussion kommen, ob man das machen sollte, ob man das nicht machen sollte. Die Datenschutzseite ist ganz intensiv dagegen. Die haben im Übrigen, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste, bei jedem Gesetz, was das BMG macht, ein Einspruchsrecht hat, was ich auch ziemlich einmalig finde. Dann sieht man Gründe, warum wir hier über so lange Jahre nicht weitergekommen sind. Kurzes Zustatement von Ihnen beiden, dann würde ich gerne hier rübergehen. Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel zu sagen, was machen andere Länder. Und ich denke, Dänemark ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Allerdings stelle ich in Dänemark fest, dass die Bereitschaft nicht nur der Politik, sondern, und das ist auch die Politik, ist ja immer auch das Abbild, was man durchsetzen kann, Akzeptanzfragen der Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft im Augenblick ist es so, dass man anders mit Daten umgeht. Das heißt also, wir müssen erst sehr viel Vorleistung noch erbringen, dass das Vertrauen in die Gesellschaft, ich denke, da wird auch das Dateninstitut, Datentreuhändermodelle, solche Dinge werden dazu beitragen, dass man dem Staat mehr vertraut, wenn er mit Daten umgeht. Denn auch die Kultur, die wir im Augenblick haben mit 17 unterschiedlichen Datenschutzbeauftragten in unserem Land,
Das ist etwas, was sicherlich auch etwas ist, wo wir sagen, sowohl von der unternehmerischen Seite als auch von allem anderen, was wir nach vorne bringen wollen, dass es nicht ganz einfach ist. Denn wir haben natürlich alle das gleiche EU-Datenschutzregime, leben das, denke ich, in Deutschland etwas strenger. Wir stellen bei dem Bürger fest, dass die Akzeptanz für das breite Nutzen von Daten nicht sehr verbreitet ist. Und wir haben hier noch die Besonderheit, dass eben 16 Landesdatenschutzbeauftragte die Interpretationsspielräume nutzen und wir dann auch bei unternehmerischen Entscheidungen ganz anderes Umfeld vorfinden und gewisse Dinge da nicht so in Einklang und nicht so in Harmonie bringen können, wie das in anderen Ländern ist. Lass uns auf das Thema Daten gehen, dass Sie es angerissen haben. Vielleicht Herr Montag, Sie, Herr Fleisch. Das ist jetzt ein leichter thematischer Schwenk, ja. Wo ich mich immer schwerer tue in der Diskussion ist, dass wir eigentlich über abstrakte Themen reden, Daten, Digitalisierungsstrategie, Plattform und so weiter, und damit in der Diskussion, auch in der öffentlichen Diskussion, aus den Augen verlieren und nicht kommunizieren, was der Nutzen ist. Genau. Ja? Ich glaube, jeder Mensch würde sagen, und ich habe gerade in einem familiären Umfeld einen Krebsfall, ja? Einen ernsten. Aber jeder Mensch in der Situation würde fragen, würdest du gerne profitieren von dem, was mit anderen Patienten gemacht worden ist und die momentan beste Therapie, wie sie und wie die jetzt so gewirkt hat, würdest du das gerne wissen? Würde jeder sagen, ja. Ja? Oder ein anderes Beispiel, wo wir Daten und Digitalisierung erlebt haben, ist in der Pandemie, ja, heute wird, glaube ich, Lothar Wieler verabschiedet. Jeder hat auf die Homepage vom RKI geschaut oder von Johns Hopkins und hat gesehen, was sind die Infektionsraten. Man konnte das verfolgen. Man konnte sehen, ob Maßnahmen wirken. Ja? Und man konnte auf Impfquoten schauen, gucken, okay, jetzt wird geimpft bis 50%. Okay, das waren die, die sich wirklich impfen lassen wollen. Dann kommt das. Dann überlegt man sich, wow, jetzt brauchen wir ein niederschwelliges Impfangebot, weil das irgendwie schwierig ist und wir müssen in prekärere Bezirke oder was auch immer. Und dann komme ich bei den Impfgegnern an. Das konnte man alles verfolgen, ja? Und Wirksamkeit steuern. Ja? Wie viele Frauen kriegen eine Mammographie? Also ihr, ja? Stich, ihr und dieser Punkt ist, und das kommt mir in der Diskussion und eigentlich auch ein bisschen in dieser Roadmap zu kurz. Wir machen eine Roadmap des Abstrakten und nicht des Nutzens. Ja? Und ich glaube, dass wir damit enorm viel Kraft freisetzen würden und die Diskussion auch über diese Balance von Datenschutz und Nutzen eine ganz andere Qualität kriegen würden, wenn wir das an konkreten, erlebbaren medizinischen Nutzendiskussionen festmachen würden. Sie. Herr Fleisch, ich weiß, dass Sie auf diesem Gebiet geforscht haben, vielleicht können Sie es verstärken. Ja, es gibt so eine goldene Regel der Privacy, des Datenschutzes, wenn der wahrgenommene Nutzen größer ist als das wahrgenommene Risiko, dann ist mir der Datenschutz völlig wurscht. Und ich glaube, es ist hier eine kleine Elitendiskussion, die man in der Presse führt. Die Mehrheit der Menschheit, wirklich die große Mehrheit, die also Facebook verwendet zum Beispiel, die zeigt jeden Tag, dass der Nutzen gar nicht so groß sein muss, damit ich eigentlich alles hergebe. Es scheint mir völlig klar zu sein, dass wir hier uns leiten lassen von Nebelbomben, darf man heute kaum mehr sagen. Wenn Sie anschauen, die Plattformen like Patients Like Me, wo man bereit ist, alles zu teilen, weil man hofft, dass auf der anderen Seite der Welt irgendwo jemand vielleicht ähnliche Symptome hat, ähnliche Krankheiten, dann sieht man, dass Datenschutz eigentlich etwas ist von einer gesunden, jungen Elite, die ganz weit weg ist von krank. Ich darf nur einen kurzen Satz zum Thema Opt-out sagen. Das ist so aus der Verhaltensforschung oder Behavioral Economics, weiß man ja sehr gut, wie stark Defaults das Denken beeinflussen, insbesondere bei schwierigen Entscheidungen. Da gab es früher so mal das Thema Organspende. Da gab es Länder in Europa, die haben so zwischen 7% oder 4% und 10% Organspende gehabt und Länder da über 99%. Und der entscheidende Faktor war das Formular. Wenn wir als Menschen uns nicht sicher sind bei den Entscheidungen, dann meinen wir, dieses Formular wurde von einem intelligenten höheren Macht gemacht und ich glaube dem Formular. Also das Formular war im einen Opt-out, im anderen Opt-in.
Also das ist so eine Riesenkraft und es wäre hanebüchen, das nicht zu verstehen im Land der Forschung und das dann nicht für die Menschheit einzusetzen. Hartmann, ja, vielen Dank. Also ich teile viel von den Statements und genau, glaube, genau darum geht es. Wir müssen jetzt aufzeigen, welcher Nutzen damit verbunden ist und das jetzt aber auch einfach machen. Ich glaube, wir sind zu lange in dieser theoretischen Schleife, dass wir jammern, dass wir keine Daten haben, aber irgendwie auch nichts daran verändern. Und das ist ja jetzt auch der Versuch. Das will ich mal auch positiv sagen. Auch die Vorstellungen vom BMG, was jetzt ansteht mit dem Datennutzungsgesetz, aber auch mit Ideen für ja eine Digitalagentur, mit Ideen einer neuen Zusammenarbeit mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, wenn ich das mal sagen darf. Das sind alles ziemlich große Bretter und die werden aber gerade versucht auch zu bohren. Und ich glaube, das ist auch richtig so und das muss jetzt auch passieren. Und das sind natürlich aber genau die sehr kontroversen Debatten, die in diesem Land die letzten Jahre auch geführt werden. Natürlich inzwischen quasi Datenschutz und Datennutzung. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir jetzt da auch einen entscheidenden Schritt vorankommen mit diesen Aktivitäten, weil die wirklich jetzt einmal klar sagen, Opt-out ist das, was den Unterschied macht und deswegen verfolgen wir das. Und dass es darüber jetzt eine Debatte gibt, das muss so sein in einer Demokratie und dass dann auch die Menschen, die da andere Perspektive drauf haben, jetzt nochmal mitdiskutieren. Aber ich glaube auch dadurch, dass es im Koalitionsvertrag drin ist und so wie ich die Debatte wahrnehme, sind wir da jetzt wirklich einen Schritt weiter und bin zuversichtlich, dass wir diesen Opt-out-Weg auch in den verschiedenen Bereichen jetzt hinkriegen. Und was ich auch nochmal unterstreichen möchte, wir sind ja alle innerhalb der gleichen europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das hat ja auch die Frau Köscher noch mal betont. Trotzdem sind andere schneller. Nee. Ganz genau. Und deswegen können wir aber da ja auch noch mal uns darauf berufen und sagen, wir sind in Europa stark, wir haben einen vertrauensvollen Datenraum und in dem müssen wir uns aber auch so verhalten, dass wir das, was wir brauchen an Daten, um gute Lösungen zu etablieren, auch nutzen. Und das können wir selbstbewusst tun, weil wir die Datenschutzgrundverordnung haben und nicht, da müssen wir uns noch weiter einschränken, um irgendwie die Allerbesten zu sein. Ich glaube, diesen Denkwechsel, den müssen wir hinkriegen. Und wenn ich nochmal zum Bottom-up-Ansatz dazu rückkommen darf, das ist ja dann auch die Grundlage für viele gute Lösungen, die dann kommen. Die ganzen Startups sind die einen, auch etablierte Unternehmen, die haben ja alle ganz viele Dinge, die sie eigentlich auf den Weg bringen wollen, kriegen es aber in Deutschland bisher nicht hin. Und in dem Moment, wo wir das öffnen, wo wir auch ein Forschungsdatenzentrum übrigens auch für Industrie öffnen, können natürlich ganz viele neue Lösungen entstehen, die im Moment Schwierigkeiten haben, sich in Deutschland zu öffnen. Und auch da müssen wir ein bisschen einen Schwenk hinkriegen. Wir haben ja immer so ein bisschen die Haltung, alles, was Forschung macht, ist irgendwie per se gut und da dürfen die dürfen die Daten nutzen. Und wenn Industrie und privatwirtschaftliche Nutzung kommt, sind wir immer so ein bisschen skeptisch. Da will jemand Geld mit verdienen, das muss alles ganz schlimm sein. Ich glaube, auch da müssen wir uns weiterentwickeln, denn natürlich brauchen wir beides. Wir brauchen die Forschung, wir brauchen ja aber auch den Transfer in die Praxis und da spielen auch Unternehmen, spielen Start-ups, spielen diejenigen, die es dann tatsächlich umsetzen und die Lösungen auch verkaufen eine große Rolle und deswegen müssen wir auch die natürlich in Datennutzungskonzepte mitdenken. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Roadmap und die Roadmap-Diskussion, auch getriggert von der EFI. Wir haben ja heute auch noch ein anderes Papier veröffentlicht, was ein bisschen einfacher sagt, es gibt, was eine Roadmap ist, wie die Roadmap gestaltet werden muss. Und da gibt es ein Begriffselement, man braucht Katalysatoren, das ist aus der Chemie gut bekannt, die Roadmaps beschleunigen. Jetzt ist genau die Frage, ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir den Katalysator, den eben eine digitale, jetzt nutze ich das Wort Plattform, eben eine digitale Patientenakte oder eben eine klare Vorgabe für Digitallösungen, dass wir dieses System zu komplex machen. Wir haben das Konzept, was für Agilität gilt, Minimum Viable Products, Produkte einführen, die dann verbessern, das steht uns am Wege. In Deutschland bauen wir, durfte selber Zeuge sein, wie die Maut hier entwickelt wurde, mit welcher Komplexität. Wir bauen ein zu komplexes System. Warum haben wir nicht den Mut, und das finde ich auch nicht in der Roadmap der EFI, zu sagen, wir brauchen MVPs, wir brauchen Schritte, die wir Stück für Stück einführen. Das wäre für mich ein Charakteristikum einer modernen Roadmap. Können Sie vielleicht noch dazu was sagen? Naja, wir haben ja die zentralen Kriterien, das waren die Blitze, die Herr Kantner da so schön gezeigt hat. Das sind die essentiellen Treiber. Also das ist die EPA Opt-out und die muss halt jetzt kommen. Ne? Also es steht im Koalitionsvertrag, dann muss man es jetzt auch umsetzen. Und das ist die Freigabe von Daten die niedrigschwellige Freigabe von Daten für Forschungszwecke.
Ja, und dafür braucht man offensichtlich ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz, ne? Also vielleicht ging es ja auch ohne, wenn wir uns an der DSGVO orientieren, aber wenn man das braucht, dann muss man es umsetzen. Und das dritte ist das partizipative Element, und da komme ich zurück zu Ihnen, da bin ich auch vollkommen bei Ihnen. Wir müssen das viel, viel besser kommunizieren, den Nutzen kommunizieren. Ja? Also was nützt es, eine EPA, die Daten in der EPA einsehen zu können, nutzen zu können? Was nutzt es, Daten freigeben zu können, um dann bessere Diagnose, bessere medizinische Lösungen zu entwickeln, beispielsweise in der Krebstherapie? Und diese Beispiele müssen kommuniziert werden. Die Frage ist, wer macht das jetzt? Ne? Also wer macht das? Wer koordiniert diese Kommunikation? Und das ist ganz entscheidend. Also Nutzen kommunizieren und diese Schritte, die ja anscheinend jedem klar sind auch. Ne? Also wir sind uns hier ja eigentlich ziemlich einig. Ja, lassen wir vielleicht Nutzenskommunikation, ich würde vielleicht sogar noch eins drauf haben, Nutzendemonstration. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte auch mit Ihnen gesprochen. Man muss den Nutzen spüren. Ich möchte ganz kurz einen Punkt noch dazu, dann möchte ich noch ein anderes Thema anreißen, Herr Fleisch. Ja, nur ganz kurz, also wenn die Applikationen gut sind, dann transportieren sie den Nutzen selber. Genau, das ist eine Nutzendemonstration. Also, die müssen so, Sie verwenden vielleicht ein Apple-Telefon und Sie erwarten natürlich, dass das Zeug auch so funktioniert. Sie würden nichts mehr verwenden, was schlechter ist. Das heißt, die Qualität ist, was man baut, und darum glaube ich, ist Minimal Viable Product ist ein Full-Blown EPA, viel zu groß. Das muss kleiner anfangen und schichtweise wachsen und immer über den einzelnen Nutzen funktionieren. Für die Privaten, für die Ärzte, weil die haben ja völlig recht, wenn sie sagen, es ist kompliziert. Die sind ein Apple-Gerät gewöhnt. Herr Montag, Sie hatten ja sehr schön gesagt, wir dürfen nicht abstrakt diskutieren, wir müssen die Dinge konkret nennen. Digitalisierung haben Sie ja genannt oder Daten. Für die Digitalisierung liegt heute hier auch aus. McKinsey hat eine sehr gute Studie gemacht, die sehr, sehr klar und wirklich quantitativ beschreibt, wirklich runtergebrochen auf medizinische Abläufe, Versorgungsthemen, die Aspekte der Digitalisierung. Also das würde ich sagen, da kann man nicht den Vorwurf machen, das ist eine abstrakte politische Diskussion. Zwei Aspekte. Durch eine konsequente Digitalisierung werden wir in Deutschland eine, und jetzt spreche ich wieder mal bewusst von Chancen, eine 42 Milliarden Euro Chance haben, die sich ungefähr ganz grob zu zwei Dritteln in Kosteneffizienz und zu einem Drittel, mehr als einem Drittel, in verbesserter Versorgungsqualität niederschlägt. Also das ist weniger als 6 Jahre wirtschaftlich als ein ROI betrachtet, ist das eine super Investition. Würden Sie A, die Zeilen teilen aus Ihrem Gefühl heraus, aus Ihrer Tätigkeit heraus, und warum investieren wir da nicht mehr? Ich gehe davon aus, dass diese Zahlen so stimmen, kenne ich auch. Und das kommt auch zu Ihrer vorigen Frage zurück. Was ist denn der Katalysator? Genau. Und Bernd Montag macht immer die positive Seite, ich will hier nicht die Negativseite machen. Aber gucken Sie mal an, was in der Bundesrepublik der Katalysator für Veränderungen ist, die ultimat drohende Katastrophe. Das haben wir im Militär gesehen. Die Autobahnbrücken fahren wir so lange kaputt, bis keiner mehr drüber fahren kann. Das heißt, im Gesundheitswesen ist jetzt eigentlich dieser Punkt gekommen, zu sagen, wenn wir nicht jetzt was machen, dann werden wir durch diese nächsten Jahre mit dem demografischen Wandel auf keinen Fall in der gleichen Form durchkommen. Und dann verfolgen Sie, gehört jetzt heute nicht hierher, die derzeitige Diskussion um unsere Krankenhausstruktur, wo auch jedem klar ist, dass wir mit dieser Struktur nie im Leben durch die nächsten 10 Jahre kommen können. Trotzdem gibt es massiven Widerstand gegen jede Form von Veränderung. Ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, diese Katalysatorfrage, es muss ja möglich sein, so wie Sie das gerade geschildert haben, zu sagen, es gibt ein paar Punkte, es ist allen klar, das müssen wir machen es aber trotzdem nicht. Und darüber nochmal intensiv nachzudenken, wie man das hinkriegen kann. Und ich persönlich glaube schon lange nicht mehr, dass das durch Überzeugung der Bevölkerung oder sowas in der Art läuft, sondern das kann nur so funktionieren, dass es einen politischen Willen gibt aus der Einsicht, dass Dinge unabdingbar gemacht werden müssen. Aber vielen Dank für das Stichwort, Herr Krömer. Vielleicht kann ich die Frage an, eigentlich müsste man es BMG geben, aber wir haben ja vorhin schon gesehen, das ist offensichtlich ein Thema, wo alle Ministerien mitziehen müssen. Vielleicht gebe ich deswegen auch die Frage allgemein in die Runde, was Herr Krömer ansprach, selbst wenn wir einen Konsensus haben über die Katalysatoren, also die das Ganze beschleunigen, dann muss man sie orchestrieren, dann muss man sie umsetzen, einsetzen. Und
wer soll es denn tun? Wo ist die Stelle, wo wir jetzt sagen, wir kriegen die Geschwindigkeit zum Beispiel für die EPA oder wir kriegen die Datenschnittstellendefinition für die Startups? Ich habe jetzt zwei, Sie haben mich aufgefordert, konkrete Dinge zu nennen. Wo sehen Sie diese Stelle, Herr? Das ist jetzt eine ausweichende Antwort, aber was ich glaube, was wichtig ist, ja, ist, dass wir ein, das ist die Frage, dass wer fühlt sich eigentlich verantwortlich. Ja? Und das ist aus meiner Sicht einer der ganz großen Punkte, warum Themen nicht vorankommen. Ja? Wenn ich halt jetzt in einem deutschen System, und jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, ja, wenn ich halt eine Trennung habe aus ambulanten und stationärem Sektor und ich will digitalisieren oder ich will den Austausch zwischen den beiden besser machen. Und es ist keiner, der davon profitiert, alleine, dass es besser wird, dann passiert das halt nicht. Ja? Wenn ich in einem anderen System bin, ja, also ich will das nicht propagieren, ja, wenn ich jetzt in USA Kaiser Permanente bin und ich habe Krankenhäuser und Outpatient Center und bin gleichzeitig ein Versicherer, dann habe ich sozusagen die Grundgesamtheit, wo ich was orchestrieren kann. Verstanden, Herr Montag, ja? Und diesen Punkt, glaube ich, der kommt in der Diskussion zu kurz auch, ja, bei allen Roadmaps, ja, die Roadmap der Verantwortung. Wer ist in charge? Ja? Und dann ist ja immer diese Diskussion, jemand müsste mal. Ja? Und ich glaube, dass man sich sehr genau überlegen muss, was ist genau die Erwartung an den niedergelassenen Arzt? Ja? Und wenn es nicht sein eigener Benefit ist, dann muss es halt gesetzlich geregelt werden. Was ist die Erwartungshaltung an andere und sozusagen wo ist ein logischer ökonomischer Anreiz, den der Einzelne spürt? Ja, und wenn der nicht da ist, dann muss es einfach politisch geregelt werden. Also ich danke Ihnen, Herr Krümmer, für die Zuspitzung meiner Frage. Ich habe es vielleicht nicht so präzise gestellt. Wer hat denn die Verantwortung, Frau Gößmann? Also die liegt ganz eindeutig beim Gesundheitsministerium und die wird da aber auch wahrgenommen, würde ich hinterher schieben. Weil okay. Ich habe ja gerade schon genannt, was da jetzt an Vorschlägen auf dem Tisch liegt oder gerade in Erarbeitung ist. Also ich sehe schon, dass wir da einige Punkte haben, die in den letzten Jahren einfach nicht gemacht worden sind. Wir haben kein Gesundheitsdatennutzungsgesetz bisher. Das heißt, wenn es eins geben wird, ist das ein wirklicher Veränderung der Situation. Und daran wird jetzt gerade sehr konkret gearbeitet. Wir hatten bisher kein Opt-out-Prinzip, daran wird jetzt gearbeitet. Wir hatten die Situation, dass wir gerade in der Zusammenarbeit mit dem Datenschutz, das oftmals eine sehr schwierige Situation war, zu einer schnellen Lösung zu kommen. Auch da gibt es jetzt Vorschläge, wie das geändert werden soll durch eine andere Form der Zusammenarbeit in einer Digitalagentur am BMG. Also das sind alles sehr konkrete Dinge, die dort gerade passieren. Und dann ist natürlich die gesamte Bundesregierung in der Verantwortung und liefert weitere Bausteine mit der Zukunftsstrategie, in der es das Missionsteam geben wird, die nochmal zusätzlich ergänzend gerade Innovationsforschungsthemen mit einbringen können. Die nationale Forschungsdateninfrastruktur, Medizininformatikinitiative, es läuft ja auch alles. Ich würde auch noch ergänzen, das Dateninstitut, was wir gerade aufbauen, was Themen offen in verschiedenen Bereichen auch nochmal zur Lösung von bestehenden Datenproblemen und Standardisierungsfragen beitragen soll. Also aus meiner Sicht ist das nicht ganz so schwarz, wie wir es manchmal ja gerne malen. Es ist deswegen schwarz, weil viel zu wenig passiert ist in den letzten Jahren und weil wir deswegen hinten dran sind. Aber wir haben jetzt einige sehr konkrete Schritte vor uns, die, glaube ich, schon auch einen Unterschied machen werden. Und die jetzt konkret zu machen, das ist die Aufgabe in diesem und im nächsten Jahr. Und das muss halt passieren. Trotzdem die Nachfrage, also ich teile das ja, dass wir Schritte machen und irgendwo hat Herr Krömer vorhin gesagt, wir bewegen uns, weil sozusagen der demografische Tsunami uns sonst erschlagen wird. Ich will trotzdem die Frage noch mal ein bisschen zuspitzen. Ja, also ich habe Sie so verstanden, die Federführung liegt beim BMG. Mit Digitalagentur meinen Sie die 100% verstaatlichte Gematik jetzt? Ich wollte noch nachfragen, ich wollte es nur verstehen.
Also genau, ich meine, ich habe mich jetzt vor allen Dingen auf das bezogen, was dann die Einbindung des Datenschutzes angeht, weil das auch gerade so ein bisschen eine Debatte ist. Ich will quasi jetzt nicht, das müsste dann das BMG machen, quasi alle Bewertungen, inwiefern das mit der Gematik und der quasi in eine Digitalagentur hundertprozentig da etc. Das kann man wahrscheinlich so und so machen, das ist, liegt tatsächlich beim BMG. Aber ich glaube, dass da diese Ansätze daraus auch einen Akteur zu machen, der eben gerade diese Zusammenarbeitsproblematik auch mit der Datenschutz Seite auch auf neue Füße stellt. Das finde ich zum Beispiel einen sehr spannenden Ansatz. Und da gehen Sie auch an ein Problem dran, was bisher, wo sich bisher auch keiner rangetraut hat. Und das würde ich schon auch nochmal positiv unterstreichen wollen. Bei aller Komplexität, die dieses Thema nun mal auch mit sich bringt, kann man jetzt auch nicht sagen, es wird jetzt nicht gerade versucht, also Mut ist da, Mut ist da, auf jeden Fall. Herr Montag, dann würde ich ganz noch ganz kurz zum Thema ansprechen. Ein Punkt auch zum Thema Verantwortung. Ich glaube, dass das ist auch helfen würde, ja, wenn wir uns sozusagen also in der auf Manager spreche, was sind KPIs, die wir optimieren wollen. Ja, und das, wenn ich sage, was ist mit EPA, sondern wir sagen jetzt, wie gut ist sichergestellt die Versorgung im ländlichen Raum? Ja? Oder wie viele Krebspatienten haben da und davon profitiert? Wie viele Frauen, die eigentlich eine Mammographie kriegen sollten, also haben sie bekommen? Ja, dass man dann, weil ich glaube, die Diskussion, wenn es regelmäßig heißt, wow, sind wieder 30% nicht dabei oder es sind wieder so und so viele vermeidbare Todesfälle gewesen, das treibt auch eine andere Diskussion, als wenn man jetzt nur sagt, naja, das und das ist langsamer geworden und so weiter. Ich glaube, dass das auch nochmal Kraft freisetzen würde. Ja? Also dass Verantwortung nicht nur in Plattformen, sondern im Nutzen ausgeht. Genau, im Nutzen. Vielleicht passt dazu meine Frage für die Abschlussrunde, die nochmal an alle geht. Herr Lauterbach hat vor kurzem in einem Interview gesagt, wir haben die Balance zwischen Medizin und Ökonomie verloren und wir müssen wieder weniger Ökonomie im Gesundheitswesen haben. Ich würde mal die steile These hier reinstellen, wir haben vielleicht die falsche Ökonomie gehabt im Gesundheitswesen. Also seit Hunderten, Tausenden von Jahren hat man ja in der Gesundheitswirtschaft akut Krankheiten behandelt und das Thema Lebensqualität, Vorsorge, Gesunderhaltung vielleicht nicht entsprechend ökonomisch vergütet. Deswegen die Frage, vielleicht fange ich mit Ihnen an, Herr Krömer, und dann würde ich es gerne öffnen für alle. Macht man da nicht einen Fehler, wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt so, ich will jetzt den Begriff National Health System von Großbritannien nicht in den Mund nehmen, aber wir gehen zurück an einen völlig staatlichen Ansatz in der Gesundheit und nehmen jegliche Ökonomie raus. Wäre das nicht gefährlich? Würde gerne auch Ihren internationalen Blick dazu haben. Aber vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Krömer. Also ich muss dazu ja natürlich mal offenlegen, dass ich in dieser Kommission bin, die Restrukturierung dieses Gesundheitswesens gerade vorschlägt. Insofern bin ich da nicht neutral und glaube, dass der Ansatz, der da gewählt worden ist, natürlich keiner ist, der die Ökonomie ausblendet. Das können wir uns überhaupt nicht leisten, machen wir auch nicht. Es geht in diesem Fall darum, ich versuche es mal ganz einfach darzustellen, ein Krankenhaus hat auch in gewissem Rahmen einen Feuerwehrcharakter und bei einer Feuerwehr würden Sie am Ende des Jahres nie hingehen und sagen, ihr kriegt so viel Geld, wie häufig ihr ausgerückt seid, sondern es gibt eine bestimmte Vorhaltung und das ist die Idee, die da reingekommen ist. Wir können über die übermäßige Kommerzialisierung in den letzten Jahren und deren Nebenwirkungen gerne sprechen. Ich halte das aber nicht für das grundstrukturelle Problem, sondern wir haben ein grundstrukturelles Problem, was wir beheben müssen. Dazu gehört das, was wir heute besprochen haben, die Digitalisierung. Ich würde wirklich hoffen, dass das so kommt, wie Sie das sagen, dass Sie das, was da gewünscht ist, was ich wirklich für fundamental halte, auch parlamentarisch umgesetzt kriegen. Das wird man ja in den nächsten Wochen sehen. Und wenn das tatsächlich kommt, dann wäre man in dieser Legislatur einen ziemlich großen Schritt weitergekommen. Das muss man einfach so mal sagen. Aber ich glaube, auch Herr Lauterbach ist ja gezwungen, die Dinge etwas plakativ darzustellen. Und unter diesem Punkt würde ich das mal subsumieren. Wie würden Sie es sehen, Frau Patschik? Ich würde sagen, ohne Ökonomie geht es nicht. Und letztlich ist ja wichtig, aus der ökonomischen Perspektive ist es wichtig, wie kann ich Anreize setzen, ne? Anreizmechanismen. Genau. Und wirken natürlich auch finanzielle Anreize. Ne? Also wenn ich was umsetzen will, kann ich das entweder verordnen oder ich kann finanzielle Anreize setzen, damit etwas umgesetzt ist. Und in dem Spektrum befinden wir uns. Und deswegen ist es wichtig, ja. Und vielleicht noch eine kleine Darf ich ganz kurz... Ja? Also vielen Dank. Ich denke, die,
der ökonomische oder finanzielle ökonomische Anreize als Katalysator und nicht nur regulativ gesetzlich zu gehen, ist etwas ganz Wichtiges. Und deswegen reagiert vielleicht auch in Ihrem Namen auch die Wirtschaft, auch die Wissenschaft an der Stelle etwas kritisch, wenn man so einen Kontrast setzt zwischen Ökonomie versus reinem Gesundheitswesen. Ich glaube, man muss, vielen Dank für den Hinweis, man muss meines Erachtens das sehr genau in dieser Balance sehen und auch den Anreizcharakter richtig verstehen. Es geht eher um die richtigen ökonomischen Anreize. Ja, vielen Dank. Sie wollten noch was ergänzen? Ist okay. Herr Montag und dann Frau Christmann. Ja, erstmal, ich stelle fest, wenn ich aus dem Fenster schaue, wir sind in Ost-Berlin. Ne? Und das gibt es doch gar nicht mehr. Ja, genau. Ja, und das hat einen Grund. Ne? Also, weil ich glaube, deshalb schon das Thema, also ich möchte jetzt nicht einer totalen Ökonomisierung oder wie auch immer das nennen, das Wort reden, ja, aber dass man muss auch sehen, was kann ein Staat leisten und was nicht. Ja? Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir den Aspekt der Optimierung von Abläufen, ja? Was, wenn man das jetzt mal als den positiven Aspekt von Ökonomisierung interpretiert, ja? Wie schaffen wir es, mehr mit weniger zu erreichen? Bessere Medizin mit weniger Personal, ja? Weil wir auf einen Fachkräftemangel hinkommen. Ja? Das kann ich sagen, das ist eine ökonomische Fragestellung, ja? Und das ist aber keine, die jetzt nach Heuschrecke oder so klingt. Ja? Und ich glaube, das kommt in dieser Diskussion zu kurz. Ja? Und deswegen bin ich mit diesem Zitat auch nicht super happy. Ich auch nicht. Ja? Weil das einfach heißt, dass sozusagen Privatwirtschaft per se schlecht ist. Ja? Wir sind auch eine Ökonomisierung der Kernspintomographie, die wir betreiben. Ja? Aber ohne das gäbe es die halt nicht. Ja? Ich glaube, das war in dem Zusammenhang ja gemeint, dass quasi dieses Trimmen auf Effizienz das ist, was wir vielleicht übertrieben haben mit Abrechnungsmethoden etc. Ich bin keine Gesundheitspolitikerin als Fachpolitikerin, deswegen will ich da nicht zu tief reingehen. Aber wenn wir uns die tatsächlichen Beispiele angucken, worum es dann am Ende geht, wo ja eben gerade auch natürlich die Wirtschaft eine große Rolle spielt bei konkreten Umsetzungen, dann sieht das, glaube ich, auch ganz anders aus. Also wenn wir uns eben Digitalisierung anschauen, die Idee, Land, ne, auf dem Land, keine Ärzte, wenn ich eine digitale Praxis entwickle und irgendwie mit Ärztinnen und Ärzten zusammenarbeite, um irgendwie ein digitales Sprechstundenangebot aufzubauen, dann kann das sein, dass das ein privater Akteur ist, der einen solchen Service aufbauen möchte. Und das ist dann auch private Ökonomie, aber die arbeitet vielleicht an einem Service, der wirklich für die Versorgung der Menschen einen positiven Effekt hat. Und ich glaube, da müssen wir schauen, wenn wir Regeln aufstellen, dass natürlich gute Lösungen auch aus dem privaten Bereich ermöglicht werden und nicht dann ausgeschlossen werden, weil man quasi Sorge hat, überall da, wo privates Geld reinfließt, ist das dann irgendwie eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems, die in die falsche Richtung geht. Und da würde ich nämlich auch den Punkt vorhin mit der Teslarisierung nochmal aufnehmen. Wir müssen ja ein Interesse haben, dass private Akteure in Deutschland und Europa im Gesundheitssystem auch groß werden und hier Lösungen entwickeln und anbieten, weil die Lösungen eben sonst wahrscheinlich von woanders herkommen. Und da können wir mit unserer Datenschutzgrundverordnung dann auch nicht mehr so viel erreichen. Wir können das versuchen durchzusetzen, ist aber immer nur begrenzt möglich. Das heißt, an der Stelle den ökonomischen Part schon zu sehen, dass es wichtig ist, dass wir auch erfolgreiche, wirtschaftlich erfolgreiche Akteure im Gesundheitssystem in Deutschland und Europa haben, den würde ich doch unterstreichen wollen. Und das müssen wir, wenn wir Regeln aufstellen, die manchmal gut gemeint sind, aber dann manchmal falsche Wirkungen haben, immer mitbedenken. Herr Fleisch? Es gibt eigentlich kaum was zuzufügen. Also es geht wirklich darum, dass der Regulator Incentive-Systeme aufsetzt, die dann nach Effizienz getriebene Spieler optimal ausnutzen. Und wenn die dann nicht zum Gemeinwohl reichen, dann muss man dann die Regeln ändern. Aber bitte nicht, dass unten der Staat mitspielt. Wenn der Trainer beginnt, Fußball zu spielen, kommt das nicht gut in der Regel. Frau Pirscher, wollen Sie? Ja, ich muss sagen, wir brauchen die private Wirtschaft als Impulsgeber, als Unterstützer. Und ich finde das Bild, was Sie benutzt haben, sehr schön. Und ich glaube, nur so können wir im Markt bestehen.
Stichwort Markt, da geben Sie mir eine schöne Überleitung zum Schlusswort. Wir haben uns ja immer, neigen wir ja in Deutschland dazu, über Deutschland zu sprechen und was berechtigt ist, welche Probleme wir da haben. Sie haben vorhin gesagt, Ihr Anteil in Deutschland ist 8%, Ihr Umsatzanteil in Deutschland von Gesamtumsatz, so habe ich es verstanden. Das gilt für andere Medizintechnik und Unternehmen ähnlich. Und man hat, ist ja wirklich so, dass die deutsche Medizintechnik und auch Dienstleistungen, die inklusive medizinisches Fachwissen, heute in vielen Teilen der Welt den Goldstandard darstellen. Wir wissen auch, dass in den nächsten 20 Jahren der Mittelstand, also sozusagen der ökonomische Mittelstand der gesamten Welt, vor allen Dingen im globalen Süden, etwa 4 bis 5 Milliarden Menschen betragen wird, dieser Anteil, der eine Gesundheitsvorsorge oder Fürsorge, Gesundheitslösung nachfragen wird. 4 bis 5 Milliarden, die heute noch nicht in dem Markt unterwegs sind. Mich wundert immer, und vielleicht jetzt von jedem ein kurzes Abschlussstatement, mich wundert immer, dass diese ökonomische Chance Deutschlands bei all den Transformationsthemen, die wir haben, also ich behaupte, ich mache mal eine ganz steile These, wenn wir es richtig machen, wird die Gesundheitswirtschaft 2040 größer sein als die Automobilindustrie in Deutschland. Aber das wird nicht von allein passieren. Dazu brauchen wir nämlich hier die besten Beispiele, dazu brauchen wir hier die Rahmenbedingungen, dass sie das entwickeln kann. Und dieser, wir haben ja oben drüber stehen, über den Forschungsgipfel Chancen ergreifen, das ist eine Chance, die ich mir wünsche, dass man die in die Diskussion stärker mit einbringt. Jetzt würde ich gerne Ihnen jedem noch ein Abschlusswort geben. Frau Christmann, beginnen mit Ihnen. Ja, ich kann da ja fast nur zustimmen, dass das natürlich unser Ziel sein muss. Und ich glaube, Diskussion, Sichtbarkeit wie jetzt heute hier tragen ja auch dazu bei, dass die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft jetzt auch nochmal neu gesehen wird. Und ich würde vielleicht nur noch unterstreichen, auch was das Thema Digitalisierung in dem Bereich angeht. Wir unterschätzen, glaube ich, dann auch immer, dass Digitalisierung ja nicht heißt, ich mache ein Rezept nicht mehr auf Papier, sondern digital, sondern es heißt eigentlich, ich habe ganz neue Formen, wie ich eigentlich Gesundheitsvorsorge, Prävention, Gesundheitssysteme betreiben kann. Das war das Beispiel eben in der quasi digitalen Praxis, die vielleicht ganz anders organisiert ist, vielleicht auch bessere Rahmenbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte im Übrigen bietet, die ja auch andere Ansprüche haben heute als früher. Also diesen wirklich ja disruptiven Charakter von Digitalisierung, nicht nur Papier zu Daten zu machen, sondern das Gesundheitssystem auch erfolgreich weiterzuentwickeln, der ist, glaube ich, auch noch unterschätzt und passt zu Ihrem Punkt. Herr Montag, ganz kurz. Also das ist ja eine Suggestivfrage und Herr Krümmer hat ja schon gesagt, dass ich hier der Optimismus-Onkel bin. Ne? Ich will es aber weiter sagen, weil ich glaube wirklich, dass das eine enorme Chance ist für Deutschland. Ja? Weil wir, ich glaube, das ist eine Industrie, die enorm zu dem Land passt. Ja? Das ist wissensbasiert, da ist eine Mischung, ist rohstoffarm, ja? Das ist global. Ja? Und ich glaube, dass wir auch viel haben von einem Ökosystem hier. Ja? Ich sehe den Bernd ohne Sorge hier, der bei uns arbeitet. Ja? Wir sind beide aufgewachsen im Zusammenspiel mit der akademischen Medizin in Deutschland. Ja? Und dieser enge Austausch mit den Universitätskrankenhäusern zum Beispiel ist enorm wichtig. Ja? Oder Herr Krömer hat erzählt, dass er beim Set war von der Charité-Serie, ja, die jetzt weitergedreht wird. Ja. Das heißt, wir haben unglaublich tolle Brandnames auch. Ja. Und ich glaube, das können wir nutzen. Und jetzt als letzten optimistischen Punkt auch, wenn wir es richtig machen, können wir diese Datenschutzdiskussion auch zum Wettbewerbsvorteil machen. Genau, weil es eben nicht ist wie in China oder nicht ist wie das, was man einem Google unterstellt. Ja, und ich glaube, das. Aber man muss es wollen. Man muss genauso rangehen. Und dazu braucht es eine Roadmap, die nicht aus dem Druck heraus passiert, sondern vorwärtsweisend. Das ist ja das Thema des heutigen Tages. Herr Fleisch, ganz kurz. Also, was ja auf uns zukommt, ist diese riesengroße Pandemie der chronischen Krankheiten, die ja heute schon 85% der ganzen Gesundheitskosten weltweit ungefähr im Durchschnitt ausmachen. So, jetzt diese chronischen Krankheiten, unser Krankheitswesen, oder Gesundheitswesen ist auf akute Krankheitsbilder aufgelegt und nicht auf chronische. Wenn wir diesen Wandel jetzt nehmen und schauen, wie können wir aus evidenzbasierter Prävention, was ja da möglich ist, ein Geschäft machen, wie können wir Scientific Wellness machen, zwar mit deutschen Qualitätsstandard oder europäischen, dann ist da wirklich eine Riesenchance da. Werde ich auch zum Optimismus-Onkel dann. Ja. Bercek.
Ja, ich stimme zu, dass die Gesundheitswirtschaft eine große Chance ist und auch im Strukturwandel von den traditionellen Branchen Maschinenbau, Automobilbau, also eine Zukunftsbranche ist, die weiter wachsen wird. Aber ich möchte nochmal betonen, der Schlüssel sind die Daten. Und wir brauchen Daten, damit wir nicht weitere Fälle bekommen wie BioNTech, die auch aus diesem Grund abgewandert sind. Wir brauchen die Daten, um bessere Gesundheitsleistungen zu entwickeln. Und wir brauchen, und das ist mein Petitum, weil all diese Prozesse, über die wir uns einig sind, werden dauern, mit Pilotprojekten zu starten, jetzt schon beispielsweise ans Dateninstitut angesiedelt und den Nutzen dieser Projekte kommunizieren. Ganz klarer Punkt, ja schon vorhin gewesen, MVPs, Minimum Viable Products, schnell sein und dann agil weiterentwickeln, das hatten Sie erwähnt. Aber erst Frau Pirscher und Herr Krömer, das Schlusswort. Ja, ich sehe die Forschung da in einer wichtigen Rolle. Ich sehe die Forschung da auch als jemanden, der Impulse gibt, weil wir relativ, Herr Krömer hat es nochmal bestätigt, weil wir relativ weit sind in der Vernetzung. Ich sehe die Daten da als ganz wichtig an, aber wir brauchen die Transformation und ich glaube, nur durch ordentliche Transformation an der Stelle mit der Industrie, mit der Wirtschaft, kriegen wir da die Rolle, die Sie aus meiner Sicht volle Zustimmung beschrieben haben und die auch möglich ist. Sind Sie ein bisschen optimistisch jetzt? Rolle der Gesundheitswirtschaft teile ich zu 100%. Wir müssen dann gemeinsam darauf achten, dass es da ein komplettes Ökosystem gibt. Und dafür muss dieser Puzzlestein Digitalisierung eingefügt werden. Ein Satz noch dazu. Deutschland hat wesentlich dazu beigetragen, dass man mit Covid umgehen konnte. Der Impfstoff ist hier entwickelt worden. Wie der gewirkt hat, wussten wir nicht, wissen wir bis heute nicht, haben wir aus Israel gelernt. Sie haben die aktuelle Diskussion, was der Impfstoff eigentlich für Nebenwirkungen hat, wissen wir leider auch nicht, weil wir keine elektronische Patientenakte haben. Und damit ist aus meiner Sicht klar, die Bedeutung Gesundheitswirtschaft ist herausragend. Wir müssen aber sehen, dass es ein Ökosystem ist, was wir komplett auch in unserem Land zusammenbauen können. Und dass wir die Verantwortlichkeiten dafür haben, dass das auch passiert. Ich glaube, das war Ihr Punkt, den würde ich gerne nochmal zum Schluss unterstreichen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer des Panels. Vielen Dank für die Insights und zurück an Sie, Frau Frank. Genau, vielen Dank. Vielen Dank für die Diskussion. Obwohl ich gar nicht mehr darauf hingewiesen hatte, gab es einige Fragen. Das meiste ist aber in der Tat beantwortet worden. Sozusagen die Frage, welche Rolle eigentlich Datenschutz, Datennutzung spielt, war ein großes Thema in den Fragen. Warum ist Teslaisierung eigentlich so schlecht? Frau Christmann, Sie haben da noch mal was zu gesagt. Ich glaube, eine Sache, die ich gar nicht als Frage formulieren will, eher so als Denkimpuls, wenn sich alle so einig sind, fehlt dann eigentlich nur noch der Datenschutzbeauftragte auf dem Panel, Fragezeichen, beziehungsweise wen, das ist vielleicht nochmal so ein Gedanken zum Mitnehmen, jetzt nicht mehr zum Diskutieren, wen brauchen wir eigentlich für den wirklichen Praxiswandel in der Breite, jenseits von den auch zentral angestoßenen Initiativen, Frau Christmann, auf die Sie ja auch nochmal hingewiesen haben. Ich glaube, das war eine spannende erste Runde. Vielen Dank an Sie alle.